Hallo ihr Lieben, Strevete Mili, hello dears, hallo liebe Kinder, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich freue mich heute sehr, denn ich habe ein Haber-Puzzle illustriert und gestern kamen die Puzzles, also die fertigen Produkte zu mir nach Hause. Und ich habe mich total gefreut. Und es ist ein Feuerwehrmann, der hier mit dem Schlauch hantiert und Katzen von den Bäumen rettet. Aber das zeige ich euch alles. Und jetzt dachte ich mir einfach, das wäre doch schön, wenn ich mal so eine neue Videoserie starte. Also immer wieder so zwischendurch mal Videos zeichne bzw. mache und zeichne Berufe, also einfach Berufe zeichnen. Und in diesem Fall eignet sich das natürlich hervorragend, denn ich bin auch sehr motiviert und bin inspiriert von meinem eigenen fertigen Produkt und dachte mir, ich zeige euch das mal und verbinde das so ein bisschen. Also zeige euch praktisch, was ich im realen Leben so zeichne, was mein Beruf ist und verbinde das mit diesen YouTube-Tutorials. Und hier haben wir jetzt den Helm vom Feuerwehrmann gemacht. Also ich möchte auch, wie gesagt, Berufe, also verschiedene Berufe, so geht der Helm. Und jetzt machen wir einfach mal den Hals. Das ist eben für Kinder, das ist so ein ganz einfacher Feuerwehrmann, den zum Beispiel die Mamas zu Hause ihren Kindern zeichnen oder vorzeichnen könnten und dann könnt ihr ihn ausmalen. Hier machen wir einen Arm, denn ich möchte, dass er so wie hier diesen Schlauch hält. Und jetzt machen wir hier unser Handschuh. Also falls Feuerwehrmänner unter euch sind, mein Respekt. Ich habe sehr großen Respekt vor Feuerwehrmännern. Sie machen tolle Arbeit. Falls aber irgendwas hier nicht stimmt, wovon ich ausgehe, bitte verzeiht mir dies. Ich habe noch nie ein Feuer gelöscht. Ich war noch nie weder bei einem Einsatz dabei, noch irgendwas in die Richtung. Von daher, das Grillen überlasse ich in der Regel meinem Mann und meinem Sohn. Von daher kann es sein, dass hier einiges vielleicht nicht so ganz realistisch ist, aber ich denke, der Sinn des Ganzen ist gegeben und ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, wie ich das so mache. Es ist eben für Kinder. So, und das ist jetzt der Schlauch. Hier dürfte das Wasser rausspritzen. Genau, aber das ist jetzt nicht so wichtig in unserem Fall, denn wir müssen, genau, den Schlauch, den ziehe ich hinter dem Feuerwehrmann. Hier braucht er einen Gürtel, finde ich. In diesem Fall habe ich keinen gemacht, aber dafür habe ich hier einen gemacht und es gefällt mir sehr gut. Genau, und ich ziehe die Jacke so ein bisschen in die Länge. Also hier hat er diese Feuer, nicht Feuer, sondern so Lichtreflexstreifen. Und und hier machen wir ein Bein. Wie gesagt, ganz einfach, das ist für Kinder. Es ist verniedlicht alles, also das sind nicht die richtigen Portionen, Proportionen des Menschen. Von daher, jetzt schiebe ich den ein bisschen zur Seite, damit wir das alles hier gut sehen können, was ich ungefähr versuche abzuzeichnen. Also wie gesagt, ich mache hier einen eigenen neuen Feuerwehrmann, der so hier aus mehreren besteht, die ich so gezeichnet habe.
damit ich nicht den gleichen irgendwie nochmal machen muss. Das finde ich jetzt nicht so interessant, sondern eben verschiedene. So, und hier haben wir jetzt ganz einfache Schuhe für unseren Feuerwehrmann. Hier könnten wir nochmal so ein doppeltes machen, warum nicht? Und so weiter. Den Schlauch ziehen wir jetzt mal ordentlich so rum und hinter dem Körper. Und hier können wir das so ein bisschen anwinkeln. Und dann geht es wohin? Das geht dann wohin, wohin? Das geht dann dahin. Also ein bisschen gespielt hier. Genau. Und dann schließen wir das theoretisch auch so an. Und dann kommt das was. Also hier so. Ja. Jetzt möchte ich ein bisschen das Ganze kolorieren. Wobei, also theoretisch kann man das jetzt so zum Ausmalen nehmen. Naja, kolorieren weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Ich zeige euch mal lieber, ich koloriere das nicht. Ich zeige euch mal lieber, wie mein Puzzle aussieht. Denn theoretisch könnt ihr das alles so, das ist ja schon koloriert. Also mit diesen schönen dunkelblauen Stiften, also man kann die, ich kann die ja raussuchen, welche ich benutzen würde. Dunkelblau, Rot und Gelb sind die Hauptstifte. Und dann kann man ruhig mal so mit Orange und was noch? Ja, für die Schuhe kann man auch Grau nehmen. Also da könnt ihr so mit diesen Stiften das wunderbar kolorieren. Ich zeige euch lieber das Gesicht. Also das war so ein bisschen das Gesicht, das ich hier abgemalt habe. Und dieser Feuerwehrmann rutscht runter, herunter. Das ist diese Feuerstange, Feuerwehrstange. Und hier habe ich ein Feuerwehrauto zum Puzzeln gemacht. Das sind diese mehreren Teile. Dann habe ich das hier so. Also so ein Feuerwehreinsatzwagen. Und dann habe ich diesen Mann hier, den habt ihr gesehen, der löscht das Feuer. Also so kann man das Wasser machen. Das ist aber mit Aquarell. Und dann ist hier sein Helm. Und hier ist nochmal Feuer. Also das sind verschiedene Teile. Das ist so ein Blaulicht. Das sind verschiedene Teile, die zu diesem Puzzle gehören. Und hier ist natürlich die Miezekatze, die er vom Baum gerettet hat, weil die so frech war und wollte die hier die Blaumeisen Vögelchen ärgern. So, ihr Lieben, das war's für heute. Das war eben mein erstes Video. Das ist mein Puzzle Feuerwehr. Das war mein erstes Video zu meinem Feuerwehrmann. Und das Puzzle ist von Haber. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr wollt noch einige meiner Berufsvideo, ach, was ich euch zeigen wollte, das finde ich so süß. Ja, Navsichki Bulgari. Da muss ich jetzt die Kamera holen. Dieses Puzzle ist nämlich in Bulgarien hergestellt worden. Ist das nicht witzig? Ach, das sieht man jetzt leider nicht. Da muss ich schnell rausholen. Also das Video ist tatsächlich hier in Bulgarien gemacht worden. Das fand ich sehr süß. So, ihr Lieben, das war's. Bis demnächst. Eure Dani. Tschüss.